So, herzlich willkommen zurück bei Drilldozer. Und wir starten ohne große Sprüche direkt weiter in das Level 3.2, den versunkenen Ruinen. So, Ausgangspunkt ist der kleine nette Kopf hier, den wir das letzte Mal ohne Schwierigkeiten platt gemacht haben. Natürlich sind wir wieder zurück auf einem Gang, wie es immer so handhaben wird, wie ich, was ich glaube ich auch schon nur 500 Mal erklärt habe. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß. Oh mein Gott, wieder so kleine weiße Typen, die uns mal wieder sehr schlimme Dinge antun wollen, wenn sie uns denn erwischen würden. Würden sie uns direkt alles abziehen, was wir an Energie hätten. Oder auch nicht. Und ja, gehen wir direkt nochmal einfach weiter. Und dort sind einige sehr skurril dreinblickende Leute. Als Statuen. Für die Ewigkeit konserviert. Außer für meinen Drilldozer. Hier haben wir Wasser. Boah, pass auf, Boss. Warte mal. Pass auf das Wasser auf. Normalerweise kann dein Drilldozer nicht schwimmen. Aber wenn wir Spezialequipment installieren, sollte das kein Problem mehr darstellen. Du musst nur warten, bis du irgendwas, was dafür geeignet ist, findest. Okay? Und jetzt habe ich noch ungefähr schon 3 Sekunden wieder gespielt und meinen Text dann erst beendet. Juhu! Mann, ist das ein Fortschritt. Die Textfeld ist schon lange weg, aber er redet noch weiter. Diamant! Diamant! Wo ist der Diamant? Der Diamant! Er ruft nach uns! Der Diamant! Ist die Quelle der Jugend! Ah, die Erfahrung, jung zu sein nochmal! Hihihi! Hey, now! Oh, ja, genau, auf Englisch weiter. Hey, jetzt! Diese, nervende kleine Göre von der Rotdosers! Ja, ja! Der Schatz ist unsers. So, dann hauen die guten alten Weiberhexen hier ab, kommen wieder hoch, springen etwas, schießen nach uns hoch und zeigen uns ihre Schraube. Oder ihren Arsch. Wer will denn schon den Arsch von den alten Weibern sehen? Ich nicht. So, bearbeiten wir das Ganze also wieder. Und... kommt er jetzt? Ach, von der Seite. Okay. Los, schieß. War doch nicht so schnell. Die Schraube ist immer noch nicht ganz draußen. Da kommen sie schon wieder. Jawohl. Wehren wir die Schüsse ab und drehen die Schraube raus. Und was erhalten wir? Okay, wieso können sie noch abhauen? Immerhin haben wir ihr Rotorblatt. Special Equipment. Jawohl. Hey, das ist ein Pärchen von zwei alten Diebenomas, wie auch immer. Die müssen irgendeinen Schatz in den Ruinen gefunden haben. Das ist wie das Stehlengeschäft funktioniert. Wir müssen es nur zurückstellen. Und, aber es sieht aus. Was? Achso, aber es sieht so aus, als ob sie uns ein kleines Geschenk dagelassen hätten. Versuch den Propeller zu benutzen, um dich unter Wasser zu bewegen. Bewege deinen Bohrer, um durch das Wasser wie eine U-Boot zu manövrieren. Bist du dir sicher, dass das funktioniert, Guillermo? Sei vorsichtig da draußen, Boss. Wenn du da draußen an Schwierigkeiten gerätst, schau in das Help-File. Also, nee, Hilfe. Ach ja, übrigens, das Hilfe habe ich ja noch gar nicht angezeigt. Großartig. Also, beziehungsweise, das ist unser Equipment-Menü. Hier sehen wir halt, wie gesagt, die ganzen Einstellungen, die wir haben. Diese hier sehen wir sogar in Zahlen, wie viel Energie wir haben. Und es gibt ein Hilfe-Menü. Mit diesem, wir in diesen wunderschönen Bildern
und einem kleinen Text gezeigt bekommen, wie wir uns bewegen können. So, kleiner Tutorial, Augen, Tüten, Schnecken, irgendwas. Das scheint eine Schnecke mit einer Papiertüte auf dem Kopf zu sein, die immer wieder ihr Auge raussteckt. Okay. Sehr merkwürdig, das Ganze. Übrigens, das ist das Startmenü. Hier können wir halt saven, auch mit einem Level. Ich glaube aber, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir würden auch wieder im Level starten, also am Anfang starten. Die schöne Sleep-Funktion. Können wir raus und wieder zurück. Springen wir doch jetzt einfach mal ins Wasser. Unser Suit wird blau. Oder unser Drilldozer. Und so haben wir jetzt die Kraft des Rotors erhalten. Von den beiden netten Omas. Und können uns hier mit diesem Rotor, weil wir können laufen, können wir hier vergessen. Können wir uns mit dem Rotor wie eine Schraube fortbewegen. Ah, da wir noch im ersten Gang sind, könnte das etwas schwierig werden. Aber das wird schon. So, gucken wir nochmal, was hier rechts ist. Kurz einmal. Ach, hier ist ja die Stelle, wo wir vorhin durchgekommen sind, wo uns Grudge gewarnen wollte, dass wir nicht ins Wasser springen sollen. So. Hier schwimmen wir dann jetzt also einfach mal weiter. Aha. Hier kommen merkwürdige Fische. Die sehr merkwürdig gucken, wenn wir sie anbohren. So, da sind wieder die Niederblöcke. Und, ah, unsere Bohrbox. Ah, übrigens, mit dem Linksdrall können wir uns halt nach hinten bewegen. Und mit dem Rechts nach vorne. Ja. Second Gear. Ja. Diese kleinen Fische, jetzt machen sie zumindest auch Sinn an der Wand, weil jetzt sind wir ja unter Wasser. Und was kommt natürlich, weil wir den zweiten Gang erhalten haben? Eine Pflanze, die uns blockiert. Wahrscheinlich soll das als Noob-Schutz gelten dafür, dass man den zweiten Gang definitiv sammeln sollte. Damit man nicht ohne zweiten Gang einfach weiterschwimmt. Jetzt können wir uns auch schon ein bisschen schneller hier bewegen. Ah, so. Ich weiß, das sieht etwas merkwürdig aus. Na, so. Jetzt aber. Ups, falsche Richtung. Ich will die Chips. Mist. Naja, gut. Wie schon erwähnt, so ungefähr 300.000 Mal inzwischen. Die Chips verschwinden recht schnell. Hui. So. Und ist halt auch etwas schwerer, hier unter Wasser zu manövrieren. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht laufen können. Wir müssen jegliche Bewegungen mit unserem Bohrer machen. Vollziehen. Da oben sind ein paar kleine Stachis. Die wollen uns weitergehen hindern. Stört uns aber nicht. Oder lassen wir uns nicht stören davon. Wir bohren uns einfach hier durch die Landschaft. Oder durch das Wasser. Als wäre es aus massivem Stein. So, hier schön. Es wird schon ein bisschen dunkler hier, die Atmosphäre, alles. Obwohl, hier scheint es wieder heller zu werden. Was auch so viel heißt wie, jetzt kommen wir erstmal wieder raus. Ah, da oben scheint nichts zu sein. Autsch. Hier können wir durchdashen. So, hier können wir auch durchdashen. Und hier auch. Meine Güte. Autsch. Geht das noch weiter so? So. Und hier haben wir ein bisschen Energy. Eine komisch dreinblickende Statue, die mal richtig hart ist. Und wieder eine Wand, um den ganzen Scheiß nicht wieder runtergehen zu müssen. Und das war's auch erstmal wieder von dem Landweg. Jetzt geht's wieder unter Wasser weiter. So, unten angekommen, drehen wir erstmal wieder ein bisschen auf. Ich lasse mich immer wieder von ihnen treffen. So, dieser kleine Kerl versucht uns einzusaugen. Den müssen wir abwehren. Soweit erstmal. Na, komm. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ja, weil bis wir erstmal auf die Geschwindigkeit kommen, um davon abzuhauen, das dauert ein bisschen.
Und irgendwann ist er halt aus der Puste, ist halt kein Kirby, der so kleine Stern, der unendlich lange saugen kann. Können wir ihn halt angreifen. Okay, das sind doch Level 3 Blöcke. Na gut. Schießen wir hier also mit Levels mit dem zweiten Gang durch und hauen von diesem Sternchen ab. So, komm schon. Gib Gas. Jawohl, noch erwischt. So. Das ging ja noch mal eben gut. Ah, hier sind noch ein paar. Zwei Blöcke. Und ein paar Wasserminen. So, komm. Autsch. Okay, haben wir die Minen also erfolgreich beseitigt. Zumindest fast. Schießen hier wieder nach oben. Autsch. Ist doof, wenn man sich immer nur in der Umgebung umguckt und dann nicht auf sich selber achtet. Dann baut man halt auch mal eine Mine an. So, hier geht's auch nicht weiter. Treiben wir also nochmal hier runter. Okay, da wären nur die lila Boxen gewesen. Und keine Sorge, wir haben immer noch genug Energie. Auch wenn da oben nur noch zwei Blöcke sind. Wir haben ja noch unsere drei Container. Womit wir, falsches Menü, immer noch 320 HP haben. Und da oben ist eine kleine Blubberblase. Ups. Ich will doch nur gucken, ob da noch ein Chip ist. Okay. Diese Blubberblase, wenn wir sie treffen, schleudert uns wie ein Irrer wieder zurück. So. Na, ich will da runter. Jawohl. Damit können wir uns halt auch recht schnell hier fortbewegen. So. So. Ich glaube, hier unten war noch irgendwas. Jawohl. Na. Na, ist manchmal ein bisschen Fummelarbeit hier, sich durchzubahnen, sag ich mal. Und da bekommen wir auch schon wieder ein bisschen Energie. Ah, da geht's raus. Okay, das war zu weit. Ich gehe noch mal kurz wieder ins Wasser, weil ich mir nicht sicher bin, ob es da unten noch was gab oder ob das sogar der weiter Weg war. Obwohl, nee, das tue ich ja nicht. So, das da oben war nämlich, meine ich, nur ein kurzer kleiner Raum. So, Geist eliminiert. Geist 2 auch eliminiert. Und jetzt so viele Irrlichter. So, alle abgewehrt. Bohren wir uns also wieder in diese Wand und entfernen schöne Chips. So, ach genau, dafür war das. Ich wusste eben mal was. Und dort haben wir ein neues, ja, neuen Schatz. Sternstaub. Yeah, Sternstaub braucht man immer. Spätestens seit Super Mario Galaxy haben die ja auch ihre Nötigkeit gefunden. ihre Daseinsberechtigung. Und jetzt bohren wir uns erstmal direkt hier runter. Das Schöne ist, jetzt muss ich nicht mehr die Richtung unbedingt ändern. Nehmen wir den Schwung direkt und schießen uns hier rückwärts raus. So, und jetzt kommen ein paar Wasserstrudel. Lass uns erstmal mittreiben. Okay. Jetzt möchte ich hier gerne raus. So. Gut, gut. Haben wir das ja erfolgreich geschafft. Ja, diese Dinger, Stachel, Minen, wie auch immer. Ich will hier noch nicht raus. Kann man mit dem Bohrer ganz gut abwehren, aber da kommen wir nicht durch. Also müssen wir doch da hinten durch. Und erstmal runter. Oh, und jetzt ein bisschen Bläschen spielen. Hui. Huch. Hui. 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 Juhu.
Und dort haben wir, wenn ich denn dran komme, unseren dritten Gang.